Ich bin euer DJ Arnold und ja, nee, ich habe noch nicht wirklich geschlafen. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens, ein bisschen war das lange in der Nacht. Street Parade 2015, heute um 15 Uhr fängt es an. Ich gehe jetzt noch schlafen, um 8 Uhr gehe ich wieder aus den Federn. Ich hoffe, ich bin das fit, wach und ja, man hört sich dann, wenn ich ausgeschlafen bin. Ja, fast. Ja. Bleibt weiterhin dran, das ist der Beginn eines Vlogs. Wir gehen heute an die Street Parade. Also bis dann, gute Nacht. Guten Morgen zusammen. Ich bin immer noch euer DJ Arnold. Oder Daniel Buggy Let's Play, wie auch immer. Ja, ich habe jetzt ein bisschen geschlafen. Wir haben, lass mich mal schauen auf die Uhr. Fuck. Wir haben jetzt 8:30. Ich muss um 10 am Bahnhof sein. Hab da mit der Kollegin abgemacht. Ich gehe jetzt noch duschen, rasieren. So kann sich ja nicht gehen. Und mich bereit machen. Wir sehen uns, bevor ich losgehe und dann nochmal unterwegs. Auf jeden Fall. Streetball-Zeit! Ja! Warm-up Mix läuft schon. Und bis dann. So, hallo liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich hört, ich weiß auch nicht, ob ihr mich seht, aber ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Wir haben keine Ahnung, was zur Zeit und ja, 10 vor, das heißt ein bisschen zu spät, so, wegzumachen. So, also ich gehe jetzt auf den Bahnhof, hole meine Kollegin ab und dann sieht man sich wieder. Tschüss! Hallo Freunde, hier bin ich am Bahnhof, bald bin ich bei meiner Kollegin mit leichten 10 Minuten Verspätung. Aber wir schauen mal, so viele Leute gibt es hier am Bahnhof noch gar nicht. Schauen wir mal. Na, ja, ganz ruhig noch. Früher Morgen. 10:50. Ja. Mal schauen, ob ich meine Kollegin finde. Ihr seid dabei.
mal suchen. Meine Brille abziehen. Ja, ich sehe sie nicht, aber wenn ich sie sehe, werde ich euch natürlich wieder dazu holen. Die Kollegin hat mich gerade angerufen, ich rufe mal zurück. Keine Ahnung, was ist. Bin nicht ab. Gut, versuch's mal noch. So, hier bin ich wieder und ich habe meinen Kollegen gefunden. Schau mal, hier ist sie. Hi. Hi. Tschüss. Nein. So. Nicht? Ja, sehr spät ist. Ja, ja. Das tue ich. Kann man aber spielen. Ja, genau. Dankeschön. So. Ja? Ja. Okay. Also, wir haben uns jetzt getroffen. Machst du das sicher mal Hochdeutsch? Nein. Also, machen wir auch Hochdeutsch, damit ihr auch in Deutschland was hört. Wir haben uns gefunden. Beide waren zu spät. Ich 10 Minuten, sie 20 Minuten. Passt. Ja. Hast du schon einen Kaffee gehabt heute? Ja. Möchtest du noch einen? Ja, brauche ich später noch einen. Was heißt später? In den nächsten 5 Minuten, oder? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zuerst mal einen Kaffee trinken. Ich habe gerade die Durchsage nicht mitbekommen, irgendwas mit Streetpoint und Zürich, Zusatzzug nehmen und so weiter. Ja, ist für uns Nebensache, oder? Wir machen keine Randale. Oder doch? Bis dann. So, nach wiederholten Hören habe ich jetzt mitbekommen, wo wir hin müssen. Zum Gleis 4. Dahin. Weiß gar nicht, steht hier? Ja. Hier hin. Zusatzzug für Zürich. Wird spannend. Wir schauen mal da runter, das ist unser Zug hier. So sieht er aus. Und da stehen schon welche für die Streetcoil. Ja, oh, schnell. Musik haben wir auch schon im Hintergrund. Super, kann losgehen. So, Billettkontrolle haben wir auch hinter uns. Das ist übrigens das moderne Billett. Ja, ein Papierstück mit dem QR-Code. Ja. Meine Kollegin da drüben hat außerdem das falsche Ticket vorgewiesen. Sie wollte schon von Zürich nach Basel zurück, aber ist okay. So, hinter uns geht Party ab und wir fahren schon eine Zeit lang nach Zürich. Viel Spaß. So, angekommen in Zürich. Ja. Na, wie war die Zugfahrt? Sehr, sehr fun-mäßig mit all diesen Street-Paradlern. Ja, sieht man keine, ne? Sind wir uns da? So, jetzt dreh ich mal. So, muss ich abstellen. So, ja, hinter uns ist Zürich, vor uns liegt das Nirgendwo. ja, man sieht dich ja gar nicht, Mensch. ja, was haben wir jetzt für Zeit? Kurz vor 12, 20 vor 12. Da drüben hat es eine Uhr, seht ihr es? Ich weiß nicht. Ah, sicher. So. Ja, was machen wir noch? Gehen gemütlich nach Zürich. Dann werden wir wahrscheinlich unseren berühmten Platz aufsuchen und dann noch eine Facebook-Grüßung raushauen. Genau, wie immer. Und den Vlog natürlich weiterführen. An der Stelle bleibt dran, die Spielzeit fängt erst an. Gibt noch viel zu sehen. So, zweiter Versuch. Ah, jetzt brennt mein Auge. Sonnencreme drin. Sonnencreme drin. So. Ja, mach du mal die Ansprache. Ja, also wir sind jetzt angekommen in Zürich. Wir hatten eine gute Reise mit vielen jungen Leuten. Alle freuen sich auf die Street Parade. Wir auch natürlich sehr. Wir haben wunderschönes Wetter hier in Zürich. Und jetzt übergebe ich Marcel wieder das Wort. Ich weiß nicht, ob es Schweiß oder so, Sonnencreme ist. Ich habe mich eingecremt vor, eigentlich bevor ich losging. Und jetzt läuft mir das irgendwie alles ins Auge. Es brennt wie die Sau. Nun ja, ja, wie du gesagt hast, in der Street Poet, Zürich, verdammtes Auge. Meine Güte. So, ich habe absolut keine Ahnung, wie da auf YouTube
Video ausschaut. Ich sehe absolut das Bild nicht. Ich schaue jetzt wir sehen einfach, nur die Sonne. Ich schaue jetzt einfach mal beim Facebook-Video, das wird reinhauen. Ja, Swiplate zum vierten Mal, sagtest du, sind wir schon dabei, also zusammen dabei. Angefangen hat das Ganze im Jahr 2012. Wo du da mich bei Rave Nation kennengelernt hast. Genau. Und dessen bin ich ja nicht mehr bei Rave Nation, aber immer noch DJ. Und wir sind immer noch gemeinsam an das Swiplate. Ja. Jetzt mit einem neuen Projekt, Vlog auf YouTube. Aha. Sehr gut. Mein Auge hört einfach nicht auf, mein Gott. Ah, gut, die Probleme, die ich habe, habt ihr logischerweise nicht. Sehe ich scheiße aus, Mann. Ach, unglaublich. Ah. Ja. Also die Leute wollen jetzt was hören. Achso, wollen sie auch noch? Ja. Dann sollte ich mal vorwärts machen. Ja, Streetball, muss man dazu noch was sagen? Zum 23. Mal findet sie statt. 24. Mal? 23. Ich habe gelesen, 24. Ich habe 23. Okay, gelesen. Das müssen wir noch abklären. Schreibt es unten in die Kommentare, welches Streetball das jetzt ist, zur 23. oder 24. Genau. Ihr habt das Google zur Hand, wir nicht. Ja. Das ist ja fürchterlich. Ich schwitze nicht mal, ne? Ja. Also, unglaublich. Ja, wir springen jetzt in das Wasser hier. Ne? Das ist nicht Spaß. Ja, hier, so in das Wasser hier. So. Ja, Stripper hat immer noch nicht angefangen. Ist mühselig. Wann geht denn der Scheiß los? Sag mal. Um drei, glaube ich. Um drei, 15 Uhr. Halb drei, glaube ich, so ungefähr. Jetzt haben wir zu 12. Wir werden sicher noch bei unserem letzten Halt. Da vorne ist, glaube ich, die. Keine Ahnung, wie sie hieß. Da, wo wir das letzte Mal den Summer Breeze getrunken haben. Weißt du noch wo? Ja. Da ist irgendwo da vorne. Da. Irgendwo da! Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist ja egal. Ich. Ja, du musst so genau so drehen. Du hast die da hinten. Du hast die In-Face-Kamera. Ja. Okay. Drin. So. Kann ich jetzt bei mir hocken? So, also ich würde sagen, das war's. Kommt noch vorbei. Und ihr, na, schaut weiterhin zu. Und nächstes Jahr seid ihr dran. Genau. Tschüss. Okay, tschüss. So, immer noch an der Streetpoint. Wir reden gerade über Raclette-Essen. Welcher Schweizer hat Raclette nicht gern? Ja. Muss ich nichts mehr dazu sagen. Ne? So. Ja. Was haben wir jetzt gesagt? Halb zwei, oder? Ja. Ja, halb zwei ist wirklich heute immer noch nicht im Gange. Musiktechnisch extrem leise. Wir gehen mal weiterschauen. Hallo Freunde, die Logik von einer Frau. Sonnenschein, ne? Sonne. Warte jetzt. Schnell in den Schatten, so jetzt kommen wir wieder raus. Wir haben ja Sonne gehabt, Schatten gehabt. Schattentanken nenne ich das mal. Ja, stimmt doch. Schattentanken. Mann, ist gut. Du bist einfach zu klein. Dann nächstes Jahr bitte. So Stelzen, so ein Meter Stelzen, dann gleich erhöhen. Okay. Das ist, ja, Logik von. Also, geh noch ein bisschen weiter, dann kannst du Schatten tanken, ich tanke Sonne. Okay, Spaß. Ist extrem heiß hier an der Streetpoint. Und wir gehen jetzt langsam ein bisschen zur Musik. Um das geht's ja bei der Streetpoint. Ja, bis dann.
Are you ready?
vor 5. Also, und wir schauen mal. Ungefähr das erste oder zweite laufen wir bei diesem Franks durch von ungefähr 36. Naja, muss ich so machen, sonst ist die Friska ja auch drauf. Wir haben uns hier einen schönen Fackelspieß genommen mit Rindfleisch drauf. Ich lasse es mir jetzt gut gehen und ja, später hören wir noch ein bisschen von der Musik. Tschüss! So, hi! Wir sind wieder immer noch hier an das Bühnenfeld. Kommt ein bisschen die Musik langsam zu uns. Und Friska hat einen neuen Hut. Sieht super aus. Ja, gefällt er dir? Ja, sie nickt nur, was. Ja, okay, das stimmt. Oh. Nee, also, weiterhin. Wir sind hier auf irgendeinem Platz. Die Lockerballs laufen noch, fahren noch. Hier sieht man keinen. So. Und da vorne ist die Bühne, wo die Musik herkommt. Und dazu feiern wir. Jawohl. So, andere Richtung. So, also bleibt alle hier dran. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Ja, nichts weiter. Ich bin tipptopp. Liegt am Boden, ich weiß nicht, ist Alkohol, ist es Wasser, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt kommt Sound, den wir gerne haben, oder? Richtig. Ja, ja. So, jetzt sind wir Viertel vor 1 am Heimweg von der Street Poet.
ein bisschen früh, ich weiß. Aber wir sind beide müde und ja, ich melde mich dann, wenn wir in Basel angekommen sind und dann ja, geht's nach Hause. Also, ne, nächstes Jahr seid ihr dann, Freepoet in Zürich. Datum wird noch bekannt gegeben. Also bis dann. So, Priska hat ein bisschen geschlafen im Zug. War angenehm. Ja, jetzt bin ich sehr müde. Ja, nach dem Schlafen ist man immer ein bisschen müde, ne? Ne, wir sind jetzt hier wieder in Basel angekommen. Das heißt, für Sie geht es ab nach Hause mit dem Taxi. Für mich heißt es ab nach Hause zu Fuß. Ich wohne nicht ganz so weit vom Bahnhof weg wie Sie. Ja, hat es dir gefallen? Ja, es war toll, wieder mal. Wieder mal, nächstes Jahr wieder um die gleiche Zeit. Ja. Ein bisschen früher, glaube ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich berichte euch noch, wenn ich dann auf dem Heimweg bin, begleitet ihr mich noch ein bisschen. Und wenn ich dann zu Hause bin, sage ich dann noch Tschüss, mein Fazit von der Streetpoint noch und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, aber das, bis dahin geht's noch lange. Okay, tschüss, Sam. So, also ich laufe jetzt nach Hause. Ist nicht mehr so weit. Ungefähr noch 10, 15 Minuten laufen. Aber ja, gemütlicher Heimweg nach dieser geilen Street Parade. Ich melde mich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Und dann mache ich auch mein Fazit von dieser von diesjährigen Street Parade. Werde ich euch ein bisschen erzählen, was ich so von der Street Parade. Boah, jetzt ist das Bild unscharf, mein Gott. Na, scharf werden. Okay, ein bisschen Probleme mit meiner Kamera. Werde ich euch erzählen, was ich von der Street Parade dieses Jahr hielt. Was ich so erlebt habe, habt ihr selbst schon gesehen. Ja, muss ich euch nicht erzählen. Wart ihr ja live dabei. Und jo, ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin. Also dranbleiben. Los! So, hallo zusammen. Ja, ich bin endlich zu Hause angekommen, aber ich bin todmüde. Wir haben schon wieder irgendwie 4 Uhr morgens. Na, ich nehme mal das Handy zur Hand. 9 Minuten vor 4. Ja, ich gehe jetzt ins Bett, aber zuerst, bevor ich ins Bett gehe, ich hoffe, der Akku reicht noch, mache ich noch schnell ein Fazit über die Street Parade. Großen und Ganzen war sie mehr enttäuschend als besser als letztes Jahr. Am Anfang war es noch ganz lustig, die Begrüßung und so weiter und so fort fand ich noch recht spitze, war auch am Anfang recht gut, muss ich sagen. Dann sind wir da punkto Bühne, das war eigentlich auch gut, die Musik war einfach absolut nicht wirklich das, was ich von dieser Bühne erwartet habe. Aber nicht so schlimm am Anfang, dachte ich mir zumindest. Sonnenbrand habe ich auch, glaube ich, ein bisschen im Gesicht, obwohl ich mich eingefärbt habe. Naja, dann der Weg zu den Love Mobiles, muss ich sagen, war dieses Jahr extrem, extrem mühsam. Im Vergleich zu letzten Jahr konnten wir fast nicht zu den Love Mobiles gehen, muss ich sagen. Das war so prompevoll, ne? Letztes Jahr konnten wir gemütlich da die Straße entlang gehen zu den Love Mobiles und gemütlich schauen und so weiter. Vielleicht waren wir auch dieses Jahr eindeutig zu spät dran, haben ein bisschen Vorfeld, ein bisschen rumgelungert und so weiter. Das kann gut möglich sein, weiß ich nicht. Muss ich mal Hand wechseln. Dann so allgemein der Ablauf vom Anfang an, muss ich sagen, war okay. Musik einfach zum Teil extrem laut und man musste sich wirklich die richtige Position suchen, um das Ganze wirklich gut zu hören, beziehungsweise ohne Überschall und so weiter, dann wirklich klare Klänge hat. Aufgrund, dass es extrem heiß war, hatten wir einfach absolut nicht die Motivation, wirklich abzuschrecken. Und von der Musik her, was wir gehört haben, muss ich auch sagen, sorry, Street Parade, dieses Jahr habt ihr musiktechnisch total, zumindest beim Startpunkt total versagt. Das war eine
totale Katastrophe. Also mir hat es absolut nicht zugesagt. Wir hatten dann natürlich öfters mal eine Pause eingelegt, wegen der Hitze, es war extrem heiß. Und jo, dann nach dem Abendeis, kann man so sagen, ne, gingen wir wieder zur Bühne, wo ich eigentlich gar nicht schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, allerdings dieses Jahr eindeutig schlechteste Bühne, wo ich war. Gut, wir waren nur an zwei, aber das, die Bühne war, seitdem ich an die Stülper gehe, war das meine Hauptbühne. Gerade am Anfang, am Start, auf dem Bellevue-Platz. Aber ich muss sagen, dieses Jahr hat sie total abgekackt. Mit Techno, Tech House, so in die Richtung ging die Musik, was da lief. Und ja, sorry, Street Poet. So eine große Bühne, so ein Bullshit draufhauen, nee, geht gar nicht. Haut das nächste Mal das auf die Arena Stage. Akku war leer, super. So, hier bin ich wieder. Akku war da down, hab gerade die Kamera an das Ladegerät gehangen. Jetzt sollte es wieder gehen. Ja, also liebe Street Poet, das nächste Mal bitte den Tech House oder Techno Floor nicht gerade bei so einer riesen Bühne hinsetzen wie die auf dem Bellevue Platz. Setzt irgendwie in die Arena Stage oder in eine kleinere, wo absolut wirklich klein ist. Weil so viele Leute gab es gar nicht, die diese Musik wirklich gern hörten, beziehungsweise die wirklich abgingen bei der Musik. War mein Fazit oder ist mein Fazit. Ja, und sonst, dann waren wir so gemütlich über die Brücke gelaufen. Na, über die erste Brücke, ich keine Ahnung, wie die Ortschaften da heißen. Bringt auch nichts, wenn ich euch das sage, ihr kennt euch sowieso nicht aus. Sind wir drüber gelaufen. Überraschung kam dann auf der anderen Seite von der Brücke. Totaler Wasserschaden. Nee, war eine totale Pfütze. Ich weiß nicht, ob die Pfütze ist. Pfütze. Ich keine Ahnung, was das auf Hochdeutsch heißt. War total Wasser mit Alkohol gemischt und man wusste einfach nicht, ist es jetzt Alkohol, ist es Wasser, was ist es genau für eine Brühe? War unschön. Da liefen wir leider auch ein bisschen durch, aber fanden dann relativ schnell einen Platz, wo wir im Trockenen waren. Und das war, glaube ich, die New Arena Stage oder irgendeine sowas, ich weiß es nicht, was für eine Stage das war. Auf jeden Fall, die musiktechnisch war wieder zu laut übertönt und man hat nicht wirklich viel gehört, außer den biggest tiefe Basston, wo ich mal muss sagen, ja, ist cool, den spürt man auch extrem, aber ein Lied besteht im Prinzip aus mehr als nur einem Basston. Wir gingen dann noch was essen, dann wieder zurück und dann hatten wir wirklich die richtige Position und waren wieder bei der gleichen Stage wie vorhin und da konnten wir richtig abrocken. Das war okay, das war für den Schluss okay, da blieben wir bis 24 Uhr, das ist noch der nächste Punkt, was ich sagen muss, liebes Street Poet, kann es doch nicht sein, dass die Stages, also die Bühnen nur bis 24 Uhr betrieben werden dürfen, dass ihr nur bis 24 Uhr Bewilligung dafür bekommt. Liebe Stadt Zürich, Street Poet, einmal im Jahr, kann man da nicht irgendwie eine Ausnahme machen und sagen, ja, die 5 oder 4, nee, 5, normal wird es 5 sein, die 5 Arenen, also Stations, Bühnen, dürfen bis 2 Uhr Musik machen. Das Blutpult ist nur einmal. Ich weiß nicht, was die Anwohner wirklich dagegen haben. Den ganzen Tag durch haben sie bum, bum, bum. Da reklamieren sie nicht. Abends bis 24 Uhr reklamieren sie auch nicht. Und um 24 Uhr soll es still sein. Ich weiß schon, dass die Clubs natürlich, wenn ihr bis 2 Uhr Bewilligung einholt, nicht so viel Publikum habt, wie sie sollten. Aber ich war live dabei und ich muss sagen, die meisten Leute, die dann bei den Bühnen sind, wenn die Bühne Schluss macht, sei es jetzt 24 Uhr oder 2 Uhr, die Leute, die drehen sich dann und laufen
ne, laufen zum Bahnhof und gehen dann auf dem Heimweg. Nur so als Hinweis, die gehen nicht noch, dann wenn das fertig ist, noch in den Club, weil, keine Ahnung wieso. Jo, der eine Wecker. Hm? Kann ich den ausmachen? Moment. Okay, der Warm-Up-Mix geht auch los, super. Ja, das ist so mein kleines Fazit zur Streetway 2015. Nächstes Jahr bin ich garantiert wieder dabei. Und wie ich von meinen Kollegen erfahren habe, könnte das mit dem Laufen bei sogar schneller passieren, als ich mir das gewünscht habe. Nee, als ich gesagt habe. Also mein Ziel steht, in 9 Jahren bringe ich zusammen mit diesem Kollegen, wenn er da natürlich mitzieht, ein Laufmobil raus. Garantiert, das verspreche ich euch. Da kann nur noch etwas kommen, und zwar, dass die eine Firma, die mir dann da Geld gibt, quasi sagt, ja, tut mir leid, kriegst kein Geld. Dann wäre ich natürlich stinksauer, weil, ne, aber in 9 Jahren, 2024 werde ich, so wahr ich hier stehe, mit meinem Kollegen zusammen, wenn er mitmacht, versuchen, ein Laufmobil an die Streetboy zu bringen kommen. Das verspreche ich euch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch Eindrücke von der Streetboy vermitteln. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen mitfühlen, was ich und meine Kollegen da erlebt haben und auch wie viel Spaß das wir wirklich hatten. Ja, an der Stelle sage ich nochmal Danke an die Kollegin Priska Metam. Danke, dass du dabei warst, hat Spaß gemacht. Ja, wir hatten auch mal ernste Diskussionen, aber nee, ich denke mal, das gehört einfach mal dazu, wenn man zusammen fortgeht, muss man auch mal ab und zu mal ernste Diskussionen führen, beziehungsweise ablauftechnische Diskussionen. Da müssen jetzt beide eigentlich einstimmen und nicht der eine sagt, der andere macht. Na, das ist meine Meinung. Ja, ansonsten wünsche ich euch, ne, jetzt für alle natürlich, wo jetzt ne, um 24 Uhr schlafen konnten, guten Morgen. Trinkt für mich einen Kaffee mit. Ich gehe jetzt wirklich schlafen pennen. Lass noch den Streetbird Warm-Up Mix laufen, den ihr bei Mixcloud findet von mir. Und ja, dann, wenn ich heute wieder aufstehe, wird ein harter Tag, da muss ich Videos rendern, da muss ich Videos hochladen, muss ich für den Kaffeeklatsch noch Votings betreiben. Eine Rechnung sehe ich da auch gerade noch, wo ich begleichen sollte, muss irgendwie, ja, gibt viel zu tun. Bis dahin, bleibt tapfer und dran. Tschüss!